Müsst ihr während der Ausbildung eigentlich ständig am Wochenende ran? Nein, also in der Regel ist es so, dass man ein Wochenende arbeitet und ein anderes frei hat. Und für das Wochenende, an dem man arbeitet, kommt man dann Tage unter der Woche frei. Und an dem Wochenende, wo man arbeitet, gibt es auch Zuschläge, um das auszugleichen. Und wie schön ist das, wenn man mal am Wochenende arbeitet und dann hat man in der Woche frei und genau. Dann fährt man vielleicht mal in die Innenstadt, ja, um mal shoppen zu gehen und es ist einfach leer. Es ist einfach leer, weil man in der Woche genau. Am Vormittag, wo eigentlich die normalen Leute, sage ich mal, in Anführungszeichen arbeiten sind und wir sind einfach dann genau. Mal in der Stadt, da hat man einfach auch mal Zeit, ganz in Ruhe shoppen zu gehen, ohne dass genau. Halt alles voll ist. Für mich ist das alles viel besser planbar und dadurch, dass ich Familie habe, klar, ich habe mal mindestens ein oder zwei Wochenenden dann, wo ich arbeiten gehen muss. Da ist mein Mann natürlich für die Kids da oder Oma, Opa, ne? Aber ich habe halt auch mal zwei Tage in der Woche frei und kann halt mal das Haus putzen, irgendwelche Erledigungen machen, Termine machen. Und dann genieße ich auch mal eine Stunde nur Zeit für mich, dass ich halt mal joggen gehe oder sowas oder halt mal mich mit einer Freundin treffe abends. Also für mich persönlich, wenn ich das vergleiche, habe ich jetzt mehr Zeit und ich komme pünktlich nach Hause. Ich kann sagen zu meinen Kindern, ich hole dich um 3 vom Kindergarten ab, weil ich bin 14:30 aus der Schicht raus. Okay, aber Nachtdienste, die sind hart, oder? Ich hatte jetzt meine ersten Nachtdienste. Natürlich ist es anstrengend, 10 Stunden und die 45 Minuten, die man halt irgendwie Pause hat, auf den Beinen zu bleiben und halt wach zu sein. Ja, es ist anstrengend, aber es gehört dazu. Und wenn man einfach für sich dann eine Routine entwickelt hat, dann packt man das auch.